Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Natürlich mit dem DigiGamer. Hallo, hallo. Und mit Spore des Waldes. Hallo. So, wir befinden uns im Lager der Standhaftigkeit, denn Heart of Thorns ist offiziell released worden. Also die ersten Minuten oder mehr Minuten werden wahrscheinlich ähnlich sein wie das Beta-Event. Mal sehen, ob sich da noch ein bisschen was getan hat. Denn wir machen uns natürlich jetzt auf den Weg in den Maguma-Dschungel. Es hat sich auch hier im Charakterbildschirm... Moment, das zeigen wir doch mal. Beherrschung. Wir haben anscheinend für den Zentraltyrer ja schon 22 Punkte. Manche Leute haben mehr. Ja, da lacht die Spore. Ja, wenn man halt so ein Erfolgssammler ist, ne, so ein Grinder. Wie viel hast du denn, wenn ich fragen darf? Ich habe 38. 22. Das beruhigt mich jetzt gerade. Danke, okay. Digi. Wieso hast du mehr? Nee, ich habe auch 22. Achso, okay. Fühle ich mich nicht so abgehängt, wie sonst immer. Aber wir müssen da auch erstmal in den Dschungel rein, damit wir da überhaupt was mit anfangen können. Und es ist anscheinend tatsächlich an ein paar Erfolge auch hier gekettet. Da sieht man hier Allgemeines, zum Teil auch für... wo haben wir was? Natürlich hier in der Silberwüste, aber Explorator, Tauchmeister zum Beispiel. Ich sehe uns also schon über die Karten rennen und die Tauchpunkte benutzen. Aber nachdem wir halt storymäßig wahrscheinlich nichts mehr haben, dann machen wir sowas. Jo, Leute, wollen wir los? Jo. Ja. Ihr habt auch alle das Hauptquest ausgewählt. Also in die Chroniken musste dann mal rein. Also Held, dann Chronik. Auf nach Maguma, oder? Genau, und dann dieses Kapitel spielen. Spielen, okay. Jo, alles klar, ausgewählt. Gut. Dann machen wir uns mal los. Gab's hier hinten nicht irgendwie ein Tor? Moment, wo laufe ich lang? Karte, da. Speed zockeln. Ja. Ach ja, und wie ich schon gehört habe, ist das Ganze noch ein bisschen buggy. Also wenn es zu unerwarteten Abbrüchen kommt... Dann liegt es nicht an uns. Ja. Also Spore konnte schon davon berichten, dass er einige Male rausgeflogen ist. Mir ist das bisher zum Glück noch nicht passiert. Aber ich habe auch noch nicht vorgetestet. Ich habe nur das Addon geladen. Wir haben jetzt, damit ihr das auch möglichst zeitnah auf YouTube dann seht, alle bisherigen Folgen, die wir noch auf Lager hatten, mal veröffentlicht. Ah. Also das erklärt dann auch, warum da jetzt so drei Folgen auf einmal kamen. Ne, denn ihr sollt ja nicht allzu lange darauf warten müssen. Unsere super Dungeon-Fails etwa auch, ja. Es gab da gar keine Fails. Ja. Wir haben da doch nur Weg 3 gemacht. Ach so, ja genau. Ja, wir zeigen ja eigentlich fast alles. Ist auch so ein paar Kaufmänner, dann solche Geschichten. Aber... Habt ihr auch getreten? Ja. Okay. Ich habe jetzt auf Ja gedrückt. Okidoki. Wir haben uns auch nochmal einen anderen Weg probiert, Weg 2, aber das war so ein Reinfall. Kommandeur. So, es gibt wieder ein Video. Ganz ehrlich, das Video würde ich überspringen. Alles klar. Kennen wir schon. Ja, denn, kennen wir, oder? Wenn ihr das Video sehen wollt, liebe Leute, schaut in die Beta-Folgen rein. Da zeigen wir das komplett. Ich glaube, wir haben uns auch Mühe gegeben, nicht dazwischen zu quatschen. Elke. Achtung, ich komme zu euch rüber. Ne, ich kann nicht rüber. Wieso kann ich nicht zu euch rüber? Vielleicht geht das gleich. Warte, ich rede noch kurz mit der zu Ende. Ach so. Dann komme ich sonst zu dir. Kommandeur anwesend. Achtung. Schön, euch zu sehen, Kommandeur. Einige eurer Gefährten sind bereits losgezogen. Sie wollten gleich helfen. Rührt euch, Taktikerin. Och, was habe ich denn für eine Stimme? Was könnt ihr mir über die Lage in Maguma berichten? Wir haben ein paar Überlebende aus dem Dschungel kommen sehen. Und sie berichten nichts Gutes. Mordremos hat die Flotte vernichtet. Also das ist jetzt deres... Das reinste Massaker.
Wer das überlebt hat, ist völlig aufgelöst. Wir halten den Weg aus Maguma heraus offen. Das ist jetzt also der neue Quest-Unterhaltungssystem, währenddessen man dann was anderes machen kann. Ich weiß noch nicht so. Ja, das vielleicht auch. So, kannst du zu uns? Probier's noch. Nee, ich schnack noch, ich schnack noch. Ach so. Ja, den kurzen Moment geben wir uns. Ah. Ja, jetzt komme ich zu euch. Okay. Bist, und du schaust... Nee, du schaust kein Video. Der daneben schaut Video. Ach ja, was ich noch kurz darauf hinweisen wollte, es gibt jetzt ja Elite-Spezialisierung. Habe ich mit den Punkten, die ich hatte, auch schon mal so weit trainiert, wie es ging. Und angeblich kann ich jetzt Stäbe benutzen. Aber auch einen Stab bekommen. Benutzen kann ich ihn trotzdem nicht. Nee, kannst nicht. Du nicht? Nee. So, nee, du musst die Elite-Spezialisierung auswählen, um die benutzen zu können. Auswählen? Ja, du hast auch hier bei deinen, da wo du die drei Fähigkeitslinien auswählst, da musst du die Elite-Spezialisierung auswählen, um die Waffe nutzen zu können. Ah, okay. Moment. Spezialisierungen, wo ist das denn? Bei Bild. Also Held und dann der zweite Reiter. Und da hast du doch irgendwie drei Reiter. Ja. Und davon musst du einen ändern dann in deine Elite-Spezialisierung. Ah, okay, Moment. Kannst halt noch nicht voll durch die Fähigkeiten da drin noch nicht voll aussuchen, ne? Ja. Ach, und das würde ich dann... Ach, hier ändern zum Beispiel, okay. Ja. Mache ich später. Ich will erst nochmal mehr Punkte. Sonst wäre ich ja so ein... Das fand ich sehr schade, weil ich habe mit dem Charakter ja echt schon viel gespielt. Und bei 200 ist halt Schluss, ne? Bei 200 Punkten. Ja. Das heißt, du kriegst nur die Hälfte fertig, ne? Jetzt muss ich mit dem 200 Fertigkeitspunkte zusammenspielen. Ja, das wird noch spannend. Also ich meine ja auch, dass ich sonst alles hatte. Also das Fertigkeitspunkte sollten ja nicht mehr fehlen, sonst hätte man ja Karte da auch gar nicht zusammen. Oh, da hier oben ist jemand. Ja. Eskortieren. Das ist neu, das Eskortieren. Und schon wieder rausgeflogen. Du bist draußen. Oh. Ja. So. Okay, ich würde auch noch ruhig auf dich warten. Wo bist du denn, Ditschi? Achso, ich habe was geguckt. Mein Speed ist weg. Von meinem Großschwert. Das habe ich gerade gesucht. Weil ich bin wieder so langsam, so wie du. Bist du langsam wie ich? Also bitte. Und das gefällt mir nicht. Ich bin unglaublich schnell. Zumindest mein Gedächtnis. Das vergisst unglaublich. Ich wechsle meinen Charakter. Nicht, dass das an den Skills von dem Charakter liegt oder so. Ich habe keine Ahnung, weil mit dem Wächter ging es eigentlich besser. Zumindest im Halloween-Event. Okay. Ja, also es scheint so ein paar Fehler in Animationen zu geben, wo dann Dateien fehlen. Es gab heute angeblich auch schon mehr als ein Update. Ja, ja. Also ich habe mit zwei miterlebt. Also, aber Spore hat ja bis zu 8. Also das ist schon krass, ne? Ja, heute Morgen war eigentlich alle 45 Minuten neue Version, neue Version, neue Version. Ja, das ist ja fast so schlimm wie... Ja, ich habe echt geflucht heute Morgen. Also, kann aber ich ja schon fast glücklich sein, dass ich gewartet habe jetzt. Aber das Schönste war, ich habe heute Morgen, bevor das Release da war, Dailies gemacht und stand danach in Löwenstein und dann hieß es neue Version verfügbar und ich habe noch schnell in der Bank alles fertig gemacht.
und gehe von der Bank weg und es war keiner mehr da. Löwenstein war Geisterstadt. War total krass. Ja, das kommt auch nicht so häufig vor. Ja, ja. Man kann jetzt Mentoren sein, aber ach Gott, geht auch wieder auf. Ich habe hier unten rechts so Pakt-Mentoren. Lernt eine Mentorin für die Helden von Tyria zu sein. Ihr erhaltet das spezielle Mentorenabzeichen, einen Chat-Titel und einen Eile-Bonus in Städten für euch und eure Gruppe. Aber dann werde ich nur ins Beherrschungsfenster reingepackt. Geht also dann noch nicht. So. Ja. Du spielst jetzt einen Waldi. Jetzt spiele ich Spore des Waldes. Tja. Irgendwo muss der Name ja herkommen. Ja. So. Und hier kommen Mordrems ohne Ende. Immer wieder. Da können wir hier schon mal die alten Kampfknochen trainieren. Alles umbringen. Oh, falsche Richtung. Adrenalinsturm. So. Nochmal. Ne, du bist noch am Join, ne? Ja. Ich muss nur. Das heißt, Mordremos habe die ganze Flotte ausgelöscht. Seid ihr gerade am Sabbeln oder so? Achso, nee, ich muss das aussuchen. Genau. Wir begeben uns schon mal so ein Stückchen vorwärts. Jo. Wir achten aber darauf, wo du landest. Und zur Not kommen wir dich holen. Und ja, das war kein Versprechen, sondern eine Drohung. Verlasst euch auf uns. Muss bloß noch mit dem guten alten Schotterklinge die letzten Mordrem hier wegputzen. Klingt gut. Wir sehen uns dann bald. Lassen wir eine schöne Zeit mit den Hyänen hier. Können auch da, ja. Ja, babbel ich kurz. Jetzt haben unsere Charakteren auch Stimmen. Habt ihr mitbekommen? Ja, ja. Die, statt, dass du dich durchklickst und liest, ja, scheinen jetzt, das ist jetzt mehr oder weniger, dass die sabbeln. Das haben sie, fanden sie ja ganz toll. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich da halte, weil dann kämpfst du quasi weiter, dann kriegst du noch weniger mit. Ja. Obwohl ich war eh nicht so groß da drin, mir das bisher immer so durchzulesen. Muss ich ehrlich sagen. Ach, also das erste Mal, gut, die Nebenquest jetzt nicht, aber die Hauptquest, die hatten wir uns eigentlich schon durchgelesen. So. Also zumindest in meinem ersten Charakter habe ich das gemacht. Ja. Genau. Gibt's dann Elche. Wahrscheinlich genügend Leute, die dann fluchen, aber ach komm, das muss schon sein. Ja, für ein LP ein bisschen auf jeden Fall, ja. Darf man da doch die Geschichte da auch mitkriegen. Wenn ich es mir bei Nebenquests dann irgendwann abgewöhnt hatte. So. Ich glaube, du schaffst es, hier noch hinterher zu kommen. Ich geb Gas. Ja, aber dann lass die Zigarette aus, wenn du Gas gibst, ne? Weil dann macht's Boom. Ja. Ach, muss ich mit denen auch noch quatschen? Ja, diese Option fehlt, ne? Dieses. Ey, Junge, ich hab schon mit einem Teamkollegen quasi von mir hat schon mit dir gesprochen. Ja. Kannst das Ganze lassen. Oh, hier haben wir. Majori. Ditchi? Ja? Kommt noch mal ein Stückchen zurück. Wir gehen alle gemeinsam rein. Gut. Erst meine Schwester, dann die Seferitenmeister. Jetzt die Paktflotte. Wir müssen Mortremos aufhalten. Endgültig. Oh, warum kann ich nicht mehr den quatschen, ey? Ah, jetzt, okay. Ja.
So. Jetzt aber mit großen Schritten nähere ich mich. So viel Energie. Okay. Jo, machen wir. Genau, das wollte ich noch eben mitnehmen, wenn hier Kasimir und Majori rumhängen. Und hier verteidigen. Ach komm, die eine Minute, die geben wir uns hier. Das sollte im Moment auch relativ einfach sein, bei den ganzen Leuten, die hier doch jetzt wahrscheinlich durch die Gegend laufen. Ja. Obwohl Silberwüste ist eigentlich immer gut besucht. Ja, das stimmt schon. So, hier hinten haben wir den einen dicken Lebensfresser. Welches ist hier nur ein Hund? Hier, wo ich. Da. Etwas um die Ecke. Da, da wo du immer das gute Gras kaufst. Paper? Papers haben die vielleicht auch. Dieter Mordrim. So. Bin ich denn überhaupt geskillt? So, nicht, dass der uns hier gleich wegrennt, nur weil die Zeit vorbei ist. Das gibt's nicht. So. Will ich tot sehen. Gut, wunderbar. Türen sind zu und wir gehen weiter in Richtung Dschungel. Na, hier haben wir die Leute. Kenner. Hallo Boss, ganz Rotasum redet von der Paktflottenkatastrophe. Super Timey. Mir war klar, dass ihr was unternehmen würdet, also bin ich gleich gekommen, um mitzumachen. Schraddel und ich haben den Einheimischen ein bisschen gezeigt, wie man Mordrim verdrischt, während wir auf euch gewartet haben. Oh, und Kanach hat auch mitgeholfen. Ja, ich habe mitgeholfen. Oh, wie hat der sich denn an? Der Kanach. Oh, ich habe mitgeholfen. Kommandant, Gräfin Anis schickt mich. Ich soll euch beim Kampf gegen Mordramos unterstützen und die glänzende Klinge repräsentieren. Hat man den nicht mal umgebracht? Der Dschungel. Nee, gefangen genommen. Südlich Bucht. Obendrein habe ich ein klar persönliches Interesse. Ach, gefangen genommen. Mhm. Ja, stimmt. Umgebracht hatten wir den nicht. Aber ja, stimmt. Und ich habe auch mehr oder weniger vergessen, was der denn überhaupt für ein Kerl war. Aber ja, einer der Erstgeborenen, das kriege ich auch noch zusammen. So, schauen wir mal, was jetzt hier kommt. Oh, das Video ist neu. Oh, ich habe noch kein Video. Wo hast du gedrückt? Achso. Hier oben. Okay. Ja. Oh. Zwei Schwerter. Oh, ihr seid auch beide durchs Video? Ja. Ich meine, da haben wir Mordrim gesehen. Interessant finde ich, dass wir hier jetzt eine Brechstange haben. Packbrechstange. Wird zum Öffnen von Luftschifffracht verwendet. Lass das aber nicht so ein neuer Schlüssel sein, wo man dann ganz viele Dinger verkaufen muss, nur damit man Sachen öffnen kann. Haufen rauer Sand. Okay.
Ach ja, nicht feiner Sand, sondern jetzt auch rauer Sand. Super. Ja. Hat sich irgendwie auf dem Beutel? Ja, aber... Den sehe ich aber gerade nicht. Guck doch, mal, stimmt, ob der in der Bank ist irgendwie. Ah, Mist. Gerade rausgeflogen. Lilienkristalle, Aureliumklumpen gibt's jetzt. Ja, Luftschiffteile, ah, das ist etwas, was man direkt in der Bank hat. Na gut. Ditchy, was sagt denn eigentlich unsere Zeit? 20 Minuten, wir können einen Cut machen. Dann machen wir einen Cut und gehen dann ins andere Gebiet. Ja, das ist ja wieder Map Change. Sollte ein Video beginnen, ihr seht es dann sofort. Bis denn, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.